Saw 8 bringt uns John Kramer zurück ins Kino. Jigsaw kehrt im Oktober 2017 zurück auf die große Leinwand. Die Dreharbeiten zu Saw 8 Legacy laufen und laut neuen Informationen von Bloody Disgusting soll Tobin Bell am Set gesehen worden sein. Bisher dachten wir, dass seine Rolle als John Kramer nach Saw 7 endlich in Frieden ruhen gelassen wird, aber da lagen wir wahrscheinlich falsch. Angeblich dreht Jigsaw himself aktuell an Saw 8. Die Gerüchte sind zwar noch nicht bestätigt, aber nach den ersten Bildern, auf denen zum Beispiel das Grab von John Kramer zu sehen war, das geöffnet wurde, war bereits klar, dass der Puzzle-Mörder zumindest eine Randnotiz im nächsten Film bekommt. Wir spekulieren jetzt mal, dass Tobin Bell wieder in Flashbacks auftauchen wird. Gute Idee oder hättet ihr euch was Neues gewünscht? Schreibt eure Meinung hier in die Kommentare. Film.tv